Hallo, mein Name ist Peter Müller, ich bin 42 Jahre alt, Papa von zwei kleinen Kindern und seit 17 Jahren mit dem Rollstuhl unterwegs. Heute möchte ich euch zeigen, wie man vom Boden wieder in den Rollstuhl kommt, wenn man rausgefallen ist oder man hat halt irgendwelche Sachen auf dem Boden zu erledigen. So, lasst uns mal anfangen. Okay, gut. Ich gehe mal davon aus, dass ihr Beginner seid und einfach euch mal informieren wollt, welche Möglichkeiten es gibt, wenn man auf dem Boden sitzt, wieder in den Rollstuhl zu kommen. So, Anfängern würde ich definitiv empfehlen, die Bremsen zu schließen. So, zusätzlich ist es immens wichtig, wirklich Schritt für Schritt es erstmal leicht anzufangen. So, das heißt, ich würde das Sitzkissen erstmal rausnehmen. Die Höhe habt ihr weniger zu überbrücken. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, euch das Kissen unter den Hintern zu legen oder euch auf dem Sitzkissen abzustützen. Ich mache das Sitzkissen wieder rein. Okay, gut. Jetzt ist es so, jeder Mensch hat eine starke und eine schwache Seite. Mir ist es jetzt letztendlich egal, ich kann das mit links oder mit rechts, aber meine starke Seite ist jetzt erstmal die linke Seite. So, die starke Seite zeigt zum Rollstuhl hin, so wie ich jetzt quasi hier sitze. Meine starke Hand greift gleich den Rollstuhlrahmen. So, zieh mich fest. Meine rechte, schwächere Hand ist neben dem Rollstuhl. Die starke Hand ist die Hand, die hauptsächlich die Hochdrückarbeit leistet. Die rechte Hand bzw. Arm zwar auch, aber die ist nachher mehr dafür zuständig, dem Körper die Richtung in den Rollstuhl zu geben. Bevor wir soweit sind, reden wir noch kurz über die Körperposition. Also es ist nicht wirklich förderlich, wenn ihr euch hier befindet oder wenn ihr euch zu weit vorne befindet. So, versucht euren Körper genau in der Mitte von dem Rollstuhl zu positionieren. So, jetzt kommen wir zu einer Möglichkeit mehr, wie man halt auch, ich rede jetzt von den Beinen, die Beinposition halt einfach anbringt. Ich habe ganz häufig gesehen, dass die meisten versuchen, die Beine anzuwinkeln. Aber bei dem Versuch letztendlich scheitern, weil sie die Beine nicht kontrollieren können. Da wird die Beine schlingern herum. Man hat auch nicht unbedingt immer einen Strap oder sowas, gerade da an der Hand, für die Beine zu fixieren. Ich zeige euch jetzt mal zwei Möglichkeiten. Einmal mit angewinkelten Beinen. Wie ihr seht, die Beine bleiben eigentlich soweit ganz stabil. Und einmal mit der anderen Möglichkeit. Aber dazu gleich mehr. Während der Hochdrückphase von meinem Körper bzw. von meinem Hintern geht der Kopf automatisch nach unten. Dadurch habe ich ein bisschen mehr Schwung und kann diesen Schwung nutzen, für meinen Hintern in den Rollstuhl reinzuheben. Linke Hand greift den Rollstuhlrahmen, also starke Hand. Schwächere Hand ist neben dem Körper. Ich drücke mich mit beiden Armen gleichzeitig hoch. Mein Körper, mein Kopf geht nach unten, mein Hintern nach oben. Wenn ich oben angekommen bin, auf dem Niveau von dem Sitz, drücke ich mich mit der rechten Hand in den Sitz rein. Okay, schauen wir mal. Los geht's. So. Das wäre die erste Möglichkeit. Zweite Möglichkeit zeige ich euch noch gleich. So. So, zweite Möglichkeit. Körperposition ist wie eben. Nun ziehe ich mir jetzt
die Schuhe aus. So, die Schuhe ziehe ich mal deswegen aus, weil die Beine bleiben jetzt die ganze Zeit auf dem Boden. Wenn ich Probleme habe, die Beine zu fixieren, dann konzentriere ich mich zu viel darauf, genau das zu machen. Ich habe weniger Konzentration auf die Bewegungen, die ich brauche, für wieder in den Rollstuhl reinzukommen. So, Beine sind auf dem Boden. Linke starke Hand greift den Rollstuhlrahmen. Rechte Hand ist neben dem Körper positioniert. Hintern geht hoch, Kopf geht runter. So, okay. So, schon bin ich drin. Ich hoffe, euch konnte ich ein bisschen helfen. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne eine Nachricht schreiben. Okay, bye bye.